gemeinsam. Ja, heute gibt es mal ein ganz anderes Thema. Ich möchte mich mit euch ein bisschen über was unterhalten, was mich halt selbst beschäftigt. Ich möchte das irgendwie loswerden. Das hat sich bei mir ein bisschen was angestaut, weil ich auch, wie ich im Frühjahr, wie ich schon mal gesagt habe, ein Fan von dem Spiel selber war. Aber letzte Zeit ist halt sehr viel passiert. Es gibt jede Menge Drama um den Spiel. Um das Spiel oder vielmehr um den Entwickler des Spiels, dem Yandredev. Vielleicht hat das der ein oder andere mal mitgekriegt. Vielleicht hat das der ein oder andere ja mal mitgekriegt. Und ich möchte dazu auch ein bisschen meinen Senf dazugeben, weil es mich gerade so ein bisschen aufregt und ich irgendwo hin damit muss. Und passt ja auch so irgendwie so ein bisschen zum Thema. Geht ja um Games. Ich bin Games-Art, ich kann halt zum Programmieren nichts sagen, habe ich keine Ahnung von. Also gar nichts zu sagen. Haben sich viele Leute auch schon drüber unterhalten. Ich gucke jetzt mehr so Spieletechnik, wie es Engine-mäßig und Asset-mäßig, was da alles so drin ist. Ja, da ja momentan sehr stark das Thema hochkocht und ich will halt auch einfach mal meine Gedanken dazu ein bisschen loswerden. Und ja, mich halt mehr um den Bereich Assets und so weiter kümmern. Wie gesagt, zum Programmieren kann ich nichts sagen. Na, zum einen steht ja der Verdacht im Raum, Yandredev hätte die Assets geklaut. Und dazu habe ich eine schöne Liste gefunden von einem User namens Obsessed Lavender. Sie hat nämlich eine schöne Liste zusammengestellt mit Assets, die er geklaut hat. Ja, viele bin ich durchgegangen, viele davon sind jetzt Unity Stores, was jetzt an für sich nicht schlecht ist, weil das ist der Punkt dieser Stores-Sachen. Du kaufst sie, um sie zu nutzen. Bei Unity gibt es halt zwei Voraussetzungen, die man einhalten muss, wenn man diesen Store benutzt. Einmal, kauf das Zeug, das du nutzt, macht Sinn. Zweitens, nenne die Personen, die das erstellt haben. Erstes hat er gemacht, vermute ich, er hat bezahlt, aber er hat halt die Person nie benannt. Generell verlinkt er oder gibt halt sehr, sehr wenig Leuten Credits. Nur ein paar einzelne Personen kriegen Credits, aber viele andere Sachen, die kriegen keine Credits. Wie gesagt, auch die ganzen Sachen aus dem Asset Store. Keines einziges dieser Sachen ist auch irgendwo genannt, dass es gekauft wurde und wer es erstellt hat. Was hier die Bedingung ist. Ergo, er hat seinen Teil des Vertrages nicht eingehalten. Oder nicht komplett eingehalten. Ergo sind das nicht seine Sachen, sie sind gestohlen. Und teilweise hat er auch gerade hier oben verschiedene Sachen einfach geklaut von Leuten, die gesagt haben, ihr dürft mein Stuff an für sich nutzen, aber gebt mir Credit und verlinkt mich. Es ist nicht schwer. Sie sollten nur verlinkt werden. Das hat er auch nicht gemacht. Er hat den kompletten Raum geklaut. Sagt, er nutzt diesen Raum als sein Nurse Office und hat halt diese arme Person nicht benannt. Das hat er mit mehreren Assets gemacht. Und ein zweites Problem gibt es bei diesen Dingern. Das zeige ich jetzt auch. Dazu geben wir einen Blender. Da das ja eine MMD Stage ist, muss ich für Blender ein Plugin runterladen, das es leider für Maya nicht gibt, aber für Blender halt. Ah ja, die Steuerung in Blender. Wie dreht man? So dreht man. Und wie man hier sehen kann, es ist halt ein Mesh, ein einziges. Es sind keine einzelnen Assets, es ist ein großes, was jetzt halt für ein MMD, was ein Video draus macht, kein Problem ist. So, wie gesagt, eine Game Engine funktioniert halt komplett anders da wie ein Offline-Rendering, also wie ein Video oder ein Screenshot. Da es ja Realtime ist, man bewegt sich ja in der Welt. Es müssen mehrere Sachen beachtet werden, wie jetzt zum Beispiel Schatten. Schatten ist ein großes Thema, die funktionieren ja da auch nicht. Liegt unter anderem halt an so großen Meshes. Eine Game Engine ist ja Realtime, sprich, normalerweise sind so 60 Frames die Sekunde, ist normal. Und in diesen 60 Frames wird jedes Mal das Licht berechnet. Jede Sekunde 60 Mal. Also jeder Frame wird geguckt, ist das Ding noch da, wo steht und wirft das Schatten oder nicht. Bei großen Sachen, bei so großen Szenen kann das echt schon aufwendig werden. Das muss ja jedes Mal berechnet werden. Da gibt es einen kleinen Trick, der nennt sich Light Bake. Wenn gegeben ist, dass sich das Licht nicht bewegt und das Objekt sich nicht bewegt, kann man einen Schatten baken. Da wird quasi, um das nur mal ganz grob runterzubrechen, eine zweite Textur erstellt, auf der nur ein Schatten liegt. Da wird quasi einfach nur mal der Schatten draufgemalt. Da muss die Engine den nicht rechnen und es ist dann halt viel, viel einfacher. Da muss es halt, was weiß ich, diese ganzen Stühle nur einmal berechnen, einmal einen Schatten drauf baken und sobald da kein anderes Licht dazukommt,
muss er die nicht mehr wirklich berechnen. Der berechnet einmal die Textur, aber nicht das Licht an sich. Das ist halt viel, viel aufwendiger, das Licht zu berechnen, als jetzt halt die Textur. Und das Problem bei so großen Sachen ist, wenn er dieses Ding reinlädt, so wie es ist, ohne die Sachen zu trennen, sieht das die Engine als ein Objekt und will alles das auf eine Textur packen und darauf die Late-Mac backen. Könnt wahrscheinlich ahnen, eventuell, wie groß diese Textur sein muss. Normalerweise würde ich sagen, auf so einem Stuhl hat man, je nachdem, wie viel Detail drauf ist, so, ja, 512 auf 512 Pixel oder halt eine 1K-Textur. Und das ist nur für den Stuhl. Und hier ist ja halt viel, viel mehr Platz. Und das alles muss auf eine Map drauf. Dann sagt die Engine hier irgendwann, nur Digga, vergiss es, ich kriege das nicht auf eine Textur gebacken. Wenn man jetzt diese ganzen einzelnen Assets hat, rechnet er für jedes Asset einzeln die Textur. Die kann man auch anpassen. Je nach Lichtbedingungen und je nach Bedingungen kann man die ein bisschen anpassen und läuft dann halt auch viel, viel besser wie jetzt ein großes Ding. Es macht Sinn, manche Sachen zu kombinieren, halt wenn man viele kleine Sachen hat. Wenn man hat zum Beispiel ja jetzt im Kochclub so eine Platte mit, was weiß ich, diesen Oktopuswürstchen, dass man sagt, okay, ich packe die Oktopuswürstchen, die sind immer auf der Platte, ich packe die mit auf die Platte. Macht schon Sinn, dass man dann halt kleinere Meshes zu einem größeren macht. Aber nicht große zu einem noch größeren. Das macht keinen Sinn, gerade für die Engine. Zumal da kommt das zweite Punkt auch noch. Man versucht in der Engine möglichst modular zu arbeiten. Sprich, man will Assets einmal hochladen in die Engine. Und dann Instanzen draus machen. Quasi, ich packe den Stuhl einmal bei mir in die Engine. Ich kann euch das wahrscheinlich am besten in meiner Engine mal zeigen. Hier meine schöne Szene. Zwar jetzt nicht das Beste zum Vergleichen, weil die Szene sehr klein ist. Ich habe hier nicht so viel modular bauen können, weil ich keine Fläche da. Modularbau macht halt bei großen Flächen halt deutlich mehr Sinn. Aber diese ganzen Assets sind hier einmal in meinem Editor drin. Und die kann ich hier rein spammen. So viele ich will. Kein Ding. Ich brauche den nur einmal hier drinne. Da wird dann ein Draw-Call entstellt und er nimmt quasi eine Instanz zu der Information hier. Das ist für die Engine wesentlich einfacher zu rechnen, wie jedes Mal das Objekt hier reinzuladen und dann rauszuholen. Dass man halt sagt, okay, ich lade mir die Lampe hier dreimal rein und stelle die dreimal hin. Ist ja Blödsinn, ist ja dreimal die gleiche Lampe. Wenn jetzt verschiedene Deckel drauf wären, würde ich sagen, okay, das ist ja schon so ein großer Unterschied. Kein Problem, mach die zweimal rein. Man kann auch auf die Sachen verschiedene Texturen drauf machen. Man kann auch verschiedene Texturen auf ein Asset drauf machen, beziehungsweise Materialien. In der Engine arbeitet man ja mit Materialien und nicht allein mit Texturen. Ein Material ist ja eine Verbindung aus mehreren Texturen. Zudem optischen Farbverteilungen oder zu dem optischen Bild. Ich habe jetzt halt als Beispiel hier meinen Buschfarn halbwegs clever benannt. Dass man sagen könnte, okay, das passt zusammen. Buschfarn 1 hat Instanz Nummer 2. Dann machen wir mal die andere drauf. Zack, habe ich halt eine andere Farbe. In dem Fall ist es halt ein bisschen dunkler. Das ist halt dasselbe Mesh, nur eine andere Farbe drauf. So kann man arbeiten. Oder halt wie hier mit meinen Fackeln. Da gehe ich mal kurz ins Material. Ist auch eine Möglichkeit, um Farbe zu ändern. Ich setze das Material so auf, dass ich halt eine freie Farbwahl habe. Sag ich, mache das jetzt halt. Mehr ins Blau, weniger Blau und so weiter. Ist auch eine Möglichkeit. Es gibt halt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, um optimiert zu arbeiten. Ich werde auch demnächst mal ein paar Tutorials machen, wie man halt sinnvolle Materialien für gerade sowas aufsetzt. So, und so arbeitet man halt grob in der Engine. Und das funktioniert halt mit so einem kompletten Ding nicht. Jeder Stuhl ist halt zusammengepackt. Man könnte halt jetzt hingehen, ein bisschen, um das jetzt optimierter zu nutzen. Als Beispiel könnte man sagen, okay, ich nehme hier den Stuhl, breche mir den hier raus und speichere ihn einzeln ab. Das könnte man mit jedem Objekt machen. Ist auch an und für sich problemlos, ist halt ein bisschen Arbeit. Aber man muss halt auch den Künstler Credit geben. Deswegen findet ihr sie auch bei mir unten in der Beschreibung, weil ich bin artig und
schreibe alle Sachen, die ich nutze, unten rein. Wenn ich es mal vergesse, schreibt mich bitte an. So, ich bin auch so immer so ein Trottel und vergesse es mal, aber wenn mir sagt, hier, Digga, du hast was vergessen, packe ich es rein. Ich versuche immer so gut wie alles zu benennen, aber ab und zu vergesse ich es mal. Schande auf mein Haupt. Aber es erinnert mich immer jemand dran, erweitere ich es. Ja, und von seltenen Stages gibt es mehrere. Wir sind alle hier brav verlinkt. Wir sind alle hier echt verlinkt. Das ist sehr interessant, wer sich das mal anschauen möchte. Das Dokument natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt wollen wir uns generell mal ein paar Meshes ansehen. Wir kommen ja nicht an die Engine an sich ran, an seinen Editor. Aber es gibt da so ein paar Tools, die können uns da helfen. Ist in dem Fall für die... In dem Fall ist es die Unity Engine und da gibt es hier einen Asset Studio Guy, der natürlich auch verlinkt ist. Der lässt sich über GitHub runterladen. Über dieses Tool kommen halt dann Assets ran aus Engines oder aus Files. ET folgt, Load File, ja, die andere Simulator, Data und dann halt die Levels. Die ersten drei, vier funktionieren nicht, das ist was anderes. Alles hier, Shader bis Level 0. Da ist alles drin, was im Spiel drin ist. Ich muss dazu sagen, ihr könnt mit dem Ding auch Sachen runterladen. Aber das ist pfui, das macht man nicht. Das ist jetzt nur zur Demonstration. Ich will euch damit was zeigen. Bitte lade da irgendwie keine Assets oder sonst was runter und verkauft die weiter oder so. Das gehört sich halt einfach nicht. Nur weil Yandere.dev das auch macht, heißt das nicht, dass das okay ist. Sagt, ich will euch jetzt halt einfach nur damit was zeigen. Es gibt keine andere Möglichkeit, ja, Sachen zu zeigen. Ich werde auch nicht auf alle Assets eingehen. Ich werde nur mal so ein paar euch zeigen, weil es ist halt eine riesige Liste, ist ein großes Spiel, es ist viel Zeug drin. Spoiler, es sind auch Sachen, die sind zigmal drin. Jetzt zum Beispiel der Hauptcharakter, ich glaube, ich habe sie ganze 12-mal gefunden. Mit dem, das spricht dazu, ich habe sie 12-mal mit demselben Outfit gefunden. Es spricht ja gerade bei Animation nichts dagegen, wenn man die Charaktere, die animiert sind, mit verschiedenen Outfits drin hat, dass die Animation besser ist, weil wenn man etwas mit langen Ärmeln hat, ist es einfacher zu animieren, also anders zu animieren, wie wenn sie jetzt Bikini anhat oder so. Es ist so, dass die Animation halt besser funktioniert. Animiert man halt Klamotten mit Körper zusammen. Macht da Sinn, wenn die mehrmals drin sind, mit verschiedenen Outfits, nicht mit dem gleichen. Wir haben ja schon gesehen, Texturen kann man ändern, sprich, man kann auch Klamottenfarben ändern. 26.445 Assets haben wir. Ich werde euch noch ein paar zeigen und als Beispiele nutzen, bei Sachen, die mir halt aufgefallen sind, die wiederholt vorkommen. Wenn jetzt eine Sache nur einmal vorkommt, lasse ich sie weg, weil so viele gibt es halt immer. Aber wenn jetzt irgendwas wiederholt vorkommt, zeige ich euch das. So, hier hat man dann halt alles Mögliche. Oh, nein, ich will nichts runterladen. Hier haben wir alles Mögliche. Wir suchen jetzt halt gezielt erstmal nach Texturen und danach nach Meshes. Deswegen einfach mal sortieren nach Typ. So, wir fangen jetzt mit den Texturen einmal an. Bei den Texturen gibt es nicht so viel zu meckern. Es gibt ein paar Optimierungsvorschläge von meiner Seite. Die meisten Sachen funktionieren recht gut. Und gerade für den Stil, das das Spiel hat, können wir die problemlos nutzen. Ein großer Punkt ist halt die Ordnung, wie man hier schon sehen kann. Und das zieht sich durch den kompletten Ordner. Es ist halt keine einheitliche Benennung, kein gar nichts, sondern man weiß teilweise nicht, wo was hinkommt. Wenn man alleine arbeitet, kann man das so machen. Aber wie gesagt, man verliert halt irgendwann den Überblick bei gerade so vielen Sachen, wie in der Engine drin sind. Bei so einem großen Projekt verliert man halt sehr schnell den Überblick. Es wäre sinnvoll, da auch eine sinnvolle Benennung zu machen, die man halt auch wieder leichter findet. Und gerade ein großer Punkt, er hat ja gesagt, er will erst eine Demo machen, um es dann zu verkaufen. Gerade dann ist es ultra wichtig, eine vernünftige Benennung zu machen, weil jemand anderes mitarbeiten soll. Gerade eine große Firma, also so wie die jetzt ist, wird keiner sagen, selbst Sony sagt, nope, nee, die nehme ich so nicht. Die bauen die höchstens nochmal selber neu. Aber die nutzen sein Demo gar nicht. Die nutzen es als halt Ideenvorschlag, aber verkaufen kann er das so, wie es ist. Nicht in die Industrie. Das wird keiner so nehmen. Höchstens halt eine Indie-Firma, die mit ihm zusammenarbeitet, aber selbst das ist ja schon schief gegangen. Siehe das Thema Tiny Bills. Die wollten ihm helfen.
Ich glaube, er schuldet der Firma immer noch so um die 30.000 waren es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich kann mich irren. Ich nicht festnageln auf den Betrag, aber er schuldet Tiny Bills noch ein bisschen Geld. Ein bisschen viel Geld. Dafür, dass sie ihm geholfen haben und er sie dann halt rausgekickt hat, weil sie nicht so gearbeitet haben, wie er das möchte. Gerade das ist halt auch eine Sache, das ist derselbe Charakter. Man sollte halt mindestens für denselben Charakter bei verschiedenen Gesichtsausdrücken immer die gleiche Resolution haben. Und nicht halt mal größer, mal kleiner. Es fällt am Ende auf und es kann echt ins Auge stechen. Ist auch ein Grund, warum es die andere Simulator nicht so schön anzusehen ist, weil halt so große Unterschiede ist. Man nimmt es vielleicht nicht unbedingt bewusst wahr, aber im Unterbewusstsein sieht man das schon. Gerade starkes Beispiel sind ja zum Beispiel die Bäume mit einer sehr natürlichen Textur und im Verglichen halt so die Anime-Welt. Das passt optisch nicht. Wir haben auch so ein schönes Beispiel an einer Textur, die halt viel zu groß ist. Hier haben wir einfach nur so einen sehr, sehr starken Gradient. Und halt hier eine 1K-Textur. Das würde auch auf einer wesentlich kleineren Textur funktionieren, weil ja dieser Teil hier wichtig ist. Das würde halt, wie gesagt, auf einer kleineren genauso funktionieren wie auf der großen. Hätte man sich, da das ja halt bei mehreren Sachen ist, die halt einfach viel zu große Auflösung haben, kann man da halt jede Menge Speicherplatz sparen und es läuft halt alles smoother. Ja, es mag sich jetzt halt ein bisschen Kleingerät anhören, aber das macht es halt auch wirklich aus. Man muss überlegen, die Engine rechnet alles, jedes Mal, jeden Frame. Und wenn die das alles in der Sekunde 60 Mal berechnen muss, das läppert sich. Selbst so Kleinigkeiten läppern sich total. Und gerade bei größeren Spielen kann das halt echt reingehen. Man muss halt jedes Mal 1K-Textur rechnen, sind halt 1000 mal, 1024 mal 1024. Wenn das hier 64 auf 64 wären, wäre das alle ein ganz anderes Bild. Da wäre deutlich weniger zu rechnen. Und das ist halt bei vielen Texturen so. Hier sind auch teilweise einfarbige Texturen auf 1K, die halt wirklich nur 8x8 Pixel brauchen. So 8x8 ist so, glaube ich, die kleinste Größe bei Unity. Auf jeden Fall ist es bei Unreal so. 8x8 Pixel ist die kleinste Größe, wie man vernünftig in Unreal reinpacken kann. Das würde halt auch, gerade bei Einfarben würde das komplett ausreichen, auch mal so eins, so 8x8 Dinger zu geben. Ja, und hier haben wir das, von dem ich gesprochen habe. Diese Fotosachen kombiniert mit den gezeichneten, das ist optisch halt echt nicht so schön. Wir haben jetzt mal ein extremes Beispiel, was auch öfters vorkommt, sind halt so Texturen mit einem komplett verschwendeten Space. Wir haben ja halt eine große Fläche, die halt einfarbig ist. Das ist ja komplett sinnfrei. Wenn wir es einfach mal alles ein bisschen verschieben würden, so dass es halt auch ein Quadrat gibt, die Textur kleiner machen. Und selbst wenn hier Meshes drauf fliegen, ich weiß ja nicht, wie die UVs aussehen, selbst wenn hier Meshes drauf fliegen, kann man die kleiner machen. Und hier irgendwo an den Rand packen, wo es schwarz ist, da ja eh nur eine Farbe drauf ist, ist das egal, welche Resolution die ist, weil es ist kein Gradient, kein Farbverlauf, kein gar nichts drauf, sondern nur eine Farbe. Da kann man die auch klein machen. Dann braucht man halt nicht so viel Platz. Das ist halt bei einigen Meshes mir aufgefallen. Es ist mir halt jetzt bei einigen Texturen aufgefallen, dass halt viel freier Platz drauf ist, dass sie ein bisschen Optimierungsbedarf haben. Oder halt auch so Geschichten wie jetzt diese Blume, die halt hier auch eine 1K-Textur haben, die halt deutlich zu groß ist. Ich nehme an, es ist diese Blume, die man bekommt als Blutersatz. Die braucht halt wirklich nicht diese hohe Auflösung. Die würde halt auf eine 512er genauso funktionieren. Teilweise sogar kleiner, weil so viel Detail. Man müsste es vergleichen. Man kann es ja halt so direkt nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht im Kopf, wie groß diese Blume ist. Ein paar sind halt von der Größe her noch zum Anpassen. Ja, und hier haben auch einige Leere. Ich weiß nicht, ob das vom Exporter falsch lief oder ob die irgendwie fehlerhaft bei ihm sind. Das ist schon sehr gruselig. Okay. Hier ist irgendwas Metallic benannt. Die will ich euch auch nochmal zeigen, einfach weil es irgendwie gruselig aussieht. Ist eine der wenigen Metallic Maps, die. Ich habe keine Ahnung, warum das Metallic sein soll. Ich würde das halt höchstens als Roughness. Aber eine Metallic ist so ein Mensch ist nicht aus Metall. Ich würde mir eine. Oh. So, jetzt haben wir eine von den wenigen Normal Maps. Ich kenne die in Blau. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Editor liegt oder nicht, wo der Fehler ist. Die sind aus irgendeinem Grund pink. Ich würde mir, wir haben das zum Beispiel ein paar mehr Normal Maps wünschen.
Da Yandere Simulator ja unique Texturen hat, könnte man mit Hilfe von Normal Maps ein paar Polygone sparen. Dafür halt Normal Maps verwenden, dann sieht das alles trotzdem, obwohl es weniger Polygone hat, sieht das smoother aus, weil eine Normal Map da ein bisschen hilft, das zu vertuschen. Kann ich euch, glaube ich, auch ein Beispiel. Haben wir einmal so. Normal Mapping. Man sieht, man kann halt sehr viel Detail, gerade diese Rundungen, auf diese Kanten achten. Mal die Normal Map weg. Es wirkt jetzt sehr kantiger, so ist es ein bisschen smoother. Gerade hier diese Einkerbung, die besteht einfach nur aus Farbe und der Normal Map, da ist kein Polygon verschwendet worden. So könnte man halt sehr viel noch aus Yandere Simulator auch rausholen, wenn man sowas nutzen würde. Und auch so viele Sachen. Ich habe auch einige von diesen Glasbildern gefunden. Ich weiß jetzt nicht genau, wohin die gehören. Aber man könnte jetzt mehrere von diesen Glassplittern hier drauf verteilen und die UVs so auslegen, dass halt die schön ausgeschnitten sind, dass halt nur dieser drauf ist. Ich weiß nicht, wofür er die nutzt, aber wäre halt eine Möglichkeit, dass man auch sagt, okay, ich habe verschiedene Meshes, aber ich packe die zusammen auf eine Textur. Ist auch, man kann auch Zeug von mehreren verschiedenen Meshes auf eine Textur packen und es zuordnen über die UVs. Ist auch eine Möglichkeit, kann man machen. Ab und zu hat man hier auch das UV-Layout hier drin. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Sehr auch Sachen, sowas macht man halt in einem temporär, sowas macht man halt dann halt in einem externen 3D-Programm. Blender, Maya, Max, je nachdem. Aber nicht in der Engine. Ich habe so Sachen sind halt sinnfrei und können raus. Hier haben wir wieder eine realistischere Textur. Da haben wir auch ein paar drin. Wie gesagt, man sollte halt bei einem Style bleiben. Das hatten wir schon, glaube ich. So, mit den Texturen bin ich jetzt durch. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht alles durchgenommen. Wie gesagt, wenn ihr seht, das hier sind alles Texturen. Ich bin auch nicht jede einzeln durchgegangen. Ich bin einfach so durchgeflippt und habe halt durchgescrollt. Und halt das, was halt mehrmals aufgetreten ist, euch genannt. Sagt, wer sich berufen fühlt, das alles nochmal anzugucken, der kann das gerne tun. Wir machen jetzt mit den Meshes weiter. Shader können wir uns halt nur den Code angucken. Der ist jetzt halt. Für uns jetzt nicht interessant mit Shadern. In der Unity Engine habe ich noch nicht gearbeitet. So, jetzt kommen wir zu den Meshes. Wir haben halt, fängt schon mal an mit einem Charakter. Ich mache den Wireframe bei allen an, weil das ist ja auch eine sehr wichtige Sache, dass halt die Engine gut läuft. Man muss halt abwägen, es soll schön aussehen, dementsprechend soll es rund sein, aber es darf halt auch nicht zu viele haben, weil sonst wird die Engine wieder zu aufwendig, das zu rechnen. Man muss immer den Mittelpunkt finden. Und das ist für einen animierter Charakter in dem Stil. Ist das hier echt ein vernünftiger Polycount? Auch für den Charakter hier. Vernünftig. Okay, die Steuerung ist halt hier ein bisschen hakelig. Ungewohnt. So, und hier haben wir halt das Beispiel mit Charakter hat halt mehr Polygone, wie er eigentlich bräuchte. Verglichen mit den anderen, die wir vorher gesehen haben, ist es halt doch deutlich höher. Hätte halt hier viel sparen können. Ja klar, wie gesagt, die sind animiert, die sollen sich ja schön bewegen, aber man muss halt gucken, dass man halt trotzdem spart. Zumal er sehr, sehr viele Charaktere hat, die sich bewegen. Das ist halt sehr aufwendig. Wie gesagt, man muss halt immer abwiegen, wie viele brauche ich, dass es gut aussieht und wann ist zu viel. Es soll ja alles smooth laufen und momentan läuft die Engine ja bei ihm nicht smooth, also muss man sparen, wo wir können. Wir haben sie nochmal nackig. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, warum der Charakter nackig im Spiel nochmal drin ist. Ich wüsste nicht, dass er nackt vorkommt, also könnte man ihn löschen und ins private Archiv machen, wenn er die denn unbedingt möchte. Ja, und wir haben die Gute halt hier echt mehrmals in der Szene drin. Ich glaube, 13 oder 15 Mal habe ich sie gesehen mit exakt demselben Outfit. Die Sache ist die. Klar, die sind animiert und bei Animationen macht man das oft so, dass man sagt, okay, ich lade den Charakter mehrmals rein mit verschiedenen Klamotten-Outfits. Jetzt zum Beispiel hier mit dem Schuloutfit, dann sagt, okay, die hat in einer Szene einen Badeanzug an, dass ich dann halt zwei Modelle habe, einmal mit Badeanzug und einmal mit dem und dann halt mit ihren ganzen Outfits. Das macht Sinn, weil in der Animation wird halt die Textur. Ja, da halt in der Animation es leichter ist, die Klamotten mit dem Körper zu animieren, dass das smooth läuft und ich halt im Nachhinein die Klamotten da noch irgendwie dran mache, dann glitscht das irgendwie ineinander und übereinander. Deswegen macht man das mit dem Modell zusammen. Sowas macht doch da Sinn.
aber zigmal desselben Charakter mit denselben Klamotten reinzuladen, macht halt null Sinn. Das ist sinnlos. Er sollte einfach alles, was er doppelt, dreifach oder mehrfach in der Szene hat, einfach raus und einmal reicht. Wie gesagt, ihr habt auch mit der Lampe gesehen, ich kann die zigmal spammen, wie ich will. Die reicht einmal in der Szene oder einmal in der Engine. Und nochmal aus Gründen nackig. Die sind nochmal nackig, mit weniger Polygonen. Ich weiß auch nicht, warum man so oft den Charakter nackt da drin haben will. Wenn er den halt privat haben will, nackig von mir aus. Aber pack den doch bitte nicht in ein Spiel. Wir haben einen nackten anderen Charakter. Ne, der hat eine Badehose an. Okay. Wo sieht man es besser? Aber halt auch hier wieder mit Badehose hat er mehr Polygone wie mit Mantel. Auch sie haben wir zigmal drinne. Was mir aufgefallen ist, bei vielen hat man diese Seams, es ist nichts gesmoothed. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt an dem Exportieren in dem Ding hier liegt oder ob die so eine Engine sind. Will ich nicht beschreiben. Wenn die so eine Engine sind, überarbeitet die nochmal bitte alle. Weil es ist halt bei vielen, es ist dann halt nichts gesmoothed. Die falschen Gruppen, ich habe keine Smoothing Groups drin. Aber hier haben wir auch ein Beispiel mit, okay, ich mache halt einfach den Kopf weg und kann Haare austauschen. Da die Charaktere ja alle gleich auch sind, macht das tatsächlich Sinn, dass das so ist. Hat halt den blöden Effekt bei Mädchen mit langen Haaren. Glitschen die Haare gerne mal durch den Körper durch. Könnte man mit einer kleinen Animation fixen. Aber da wäre es halt auch wieder sinnvoller, wenn man halt den Charakter mit den Haaren zusammen hat, dass man halt beim Animieren schon einfach gleich die Haare aus dem Weg schafft. Es wirkt natürlicher. Aber es geht. Es kann so funktionieren, wenn man halt einfach heraustauscht. Bei kurzhaarigen Charakteren einfach kein Problem. Die glitschen nicht ineinander. Die sind halt oben drauf. Lange Haare gehen halt weiter runter. Macht Sinn. Lange Haare sind länger. Und was halt mir auch gefallen ist, mir hat ganz, ganz oft so Kleinteile, die zigmal drinne sind. Die sind auch mehrmals drinne. Ihr Fingerjoint. Solche Sachen, die hat man eigentlich gar nicht in der Engine drin. Es ist irgendein Bauteil von irgendwas, von einem größeren Mesh, von einem Android, nehme ich mal an. Sowas hat man halt nicht einzeln in der Engine rumfliegen. Sowas modelliert man halt komplett als Mesh, als Roboter oder was das jetzt fertig sein soll. Wie gesagt, sowas modelliert man halt komplett fertig als Charakter oder was auch immer daraus mal wird, in einem Blender oder so weiter zusammen und packt dann erst in die Engine und nicht halt diese Einzelteile. Ausnahme wäre jetzt, wenn diese Einzelteile irgendwo rumliegen, wenn der liegt jetzt auf dem Tisch oder so. Aber dann reicht halt auch einer. Die sehen optisch erstmal alle gleich aus. Farbe kann man, wie gesagt, so ändern. Und oft gibt es halt auch diese schönen Dreiecke. Ich nehme an, er wollte ja irgendwas löschen, hat es nicht ganz geschafft und lässt es einfach drinnen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Also sowas eigentlich braucht man nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wozu man so ein Plane-Dreieck braucht. Zumal es mehrere von diesen Dingern gibt. Ich habe auch was sehr Witziges gefunden. Wir haben hier eine Sphäre. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Wie viele Polygone das haben muss. Okay, ich habe zwar gesagt, ich lade nichts runter, aber ich will gucken, wie viele Polygone das hat. Meshes? Ja. Ich lösche den auch gleich wieder. Ich will nur mal gucken. Komm, lad den rein. Hä? Wo ist er denn? Ach, hier ist der Mini. Okay, das kann halt an dem Exporter liegen, dass er die klein macht. So, aber. Mal gucken hier. Nein! Was hat das die Härte für eine Kugel? Ich finde es vier. 19.800 für eine Sphäre. Was will er damit machen? Ey, das wäre ja noch nicht mal sinnvoll, wenn er die komplett um seine Szene zieht. Ey, ich habe keine Ahnung, was er damit anstellt. Allein, ich will die nicht speichern. Ich wollte sie wegmachen. Verschwinde. Ja. Okay. Ich glaub's jetzt nicht. Das ist eine Sphäre. Ich falle gerade vom Glauben ab. Hier haben wir noch so ein Ding. Ein Messer. Ja, selbst für ein Hero-Object. Für etwas, was man sah, ganz hoch. Selbst für ein Hero-Object. Sachen, die man halt nah habt und vor seinem Gesicht hält. Die macht man natürlich mit mehr Polygonen, weil man
näher rankommt, alles, was weiter weg ist, man nicht nah rankommt und man nicht gut sieht, braucht nicht so viele Polygone, wie man etwas nah hat. Wenn man es nah hat, sieht man es halt besser, man sieht halt diese ganzen Polygone. Aber selbst dafür ist das viel zu viel. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Das ist eher was, was man halt für Offline-Rendering benutzt, halt für ein Video oder für einen Screenshot oder so, aber halt nicht für ein Spiel. Und das Messer hat er auch 5-mal, glaube ich, drinne. In der Ausführung. Ich habe es auch noch 2-3-mal gefunden mit weniger Polygonen, aber so wie das hier ist, ist es mindestens 5-mal hier drinne. Ich mache wieder so weiter. So was wäre als Hero-Object gut in einem First-Person, wenn man etwas halt vor die Nase hält. Aber das ist ja Third-Person, man sieht es halt nie so nah. Oder selten so nah. Es wird sich ja selten einer wirklich mit der Nase direkt so draufhalten. Aber die Schere, die ist halt auch viel zu hoch. Teilweise komme ich mir so vor, als würde ich irgendwie immer wieder zurückscrollen, weil immer wieder der gleiche rankommt. Ja, und die sehe ich, ob der wieder zurückspringt. Ah, immer was anderes, eine Taschenlampe. Immer wieder so ein Highlight mit viel zu vielen Polygonen. So ein Essstäbchen. Das ist so ein Essstäbchen, ist an für sich schon mal nicht groß. Gerade wenn jemand anderes das in der Hand hält, würde ich das vielleicht aus maximal 5 Polygonen, wenn nicht sogar 3, je nachdem wie weit das weg ist, so zwischen 3 bis 5 Polygonen, also so im Umkreis machen. Jetzt nicht insgesamt, sondern hier der Umkreis so. 3 bis 5 würden reichen, je nachdem wie nah man halt rankommt. Wenn dann halt wirklich nur einer im Hintergrund irgendwie in der Hand hat, reichen halt so ein Dreieck vollkommen aus. Man sieht den Unterschied kaum. Das ist viel zu viel. Man hat leider viel zu viele von diesen Meshes, die halt einfach unnötig viele Polygone haben. Auch hier ein schönes Beispiel. Gerade so Kabelgedöns ist halt eigentlich was, was man oft auf einer Plane einfach macht. Man halt nicht ausmodelliert mit einem Rund, sondern einfach sagt, man nimmt eine Plane. Gerade so dünne Kabel, einfach eine dünne Plane halt. Und malt das drauf. Bei den dickeren kommt es drauf an, wie nah man rankommt, aber man würde halt auch nicht so nicht so viele nehmen, nicht so detailliert. Auch diese Discs ist einfach wieder unnötig detailliert. So der Tonus der Sachen, es sind viele Meshes drin, die halt viel zu viele Polygone haben, die halt wesentlich optimierter sein müssten, dass das alles besser funktioniert. Und halt auch zigmal drinne vorkommt. Ich habe mir schon öfters gedacht, ich habe wieder von vorne angefangen, weil die Meshes einfach sich wiederholen. Und auch nicht nur so 2-3 Mal, nein, 5-6-8 Mal. Auch hier das Sägeblatt wäre halt so ein super Kandidat, da der eh so flach ist, einfach auf eine Plane zu malen. Hat man 2 Drisse, Plane und malt die drauf und der Rest wird dann halt mit einer Alpha-Map ausgekeyt. Hat man sich halt wesentlich mehr Polygon gespart. Hier bei den Blumen hat er das auch gemacht. Blumen sind halt Planes, die dann halt ausgemalt sind. Und was halt zu viel ist, ist weggekeyt. Ist durchsichtig. Und auch aus irgendeinem Grund sind ganz viele so halbe Körper drin. Ich weiß nicht warum. Da sind einige, die dann halt einzelne Körperteile haben oder so. Solche Geschichten werden halt auch wirklich. Ist ja nichts für die Engine. Es ist halt auch so Puzzleteile für halt externe 3D-Programme. Aber nichts für in die Engine rein. Ich habe keine Ahnung, was er damit anstellt. Oder wenn er nur zu faul ist zum Löschen. Auch Klamotten und so weiter, Einzelteile. Es ist halt was, was man halt nicht in der Engine an sich speichert, sondern halt außerhalb. Und als nächste Überraschung, wir hatten das 4. Wie wär's mit der Plane? Die Wasserplane. Ich habe keine Ahnung, was er anstellt. Es steht Wasserplane. Ich stelle jetzt einfach mal die Vermutung auf. Er will Wasserwellen rein animieren oder so. Keine Ahnung. Normalerweise Wasser wird halt auf einer glatten Plane mit nicht vielen Polygonen, teilweise halt wirklich 2 Drisses. Also ja, 2 Drisses. Und es ist einfach mit einem Shader gemacht, über eine Normal Map, die Wellen animiert und so weiter. Aber die Wellen an sich, wenn es jetzt halt keine riesigen Brecherwellen sind,
werden die halt auf einer glatten Plane ohne viele Polygone gemacht. Ja, dasselbe wie bei der Spielekonsole, halt Einzelkabel. Gerade die hier würde ich wieder komplett über eine Plane machen. Und je nachdem, wo die Steckdose liegt, auf jeden Fall weniger Polygone. Und wenn die halt wirklich nicht direkt sichtbar ist, irgendwo im Hintergrund, in der Ecke irgendwo rumfliegt, eventuell auch einfach über eine Plane machen. Da kommt es halt stark darauf an, wo sie liegt, wie nah man rankommt, wie gut man es sieht. Aber halt auf jeden Fall nicht so viele, nicht so rund. Vielleicht auch wieder ein Dreieck, ein Viereck, wie gesagt, da kommt es halt darauf an, wie nah man rankommt. Auch die Kanten, die brauchen nicht so viele Kanten. Und hier wäre auch eins von den Meshern, wo sich's anbieten würde. Ich mache den Boden halt komplett raus, weil eine Steckdose, die liegt ja meistens direkt flach auf dem Boden. Ich nehme nicht an, dass man die hochnehmen kann. Wenn die hochnehmbar ist, okay. Aber so wie die moduliert ist, nehme ich an, die liegt einfach so auf dem Boden. Da könnte man halt den Boden zum Beispiel rauslöchen. Und man muss halt, er muss optimieren ohne Ende. Ja, und momentan hat halt die andere Simulator das Spiel. Es läuft halt sehr schlecht. Liegt unter anderem halt auch an den einmal viel zu vielen Meshes, die nutzlos drin rumliegen, die man nicht braucht. Jetzt halt halbe Sachen. So Sachen, die man halt in einem externen 3D-Programm sinnvoll wären, aber halt nicht in der Engine selbst. Und halt viel zu viele Meshes mit viel zu vielen Polygonen. So, ja, unnötig vielen Polygonen. Ist halt. Gerade die Modelle, die brauchen Optimierung ohne Ende. Bei den Texturen ging's. Da sind nur ein paar, die halt optimierter sein müssen, aber die bei den Meshes sind ja so Knaller dabei wie die hier. Wir hatten eine Sphere, wir hatten eine Plane, jetzt haben wir so ein, keine Ahnung, was das ist. Eine Helix. Wie heißt du? P-Helix, okay. Ich weiß auch nicht, ob die im Spiel vorkommt. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Soll das eine Hecke werden, wenn es mal fertig ist? Solche sich, die ist meines Wissens nicht im Spiel, aber die ist in der Engine drinne. Die ist bestimmt irgendwo unterm Boden und keine Ahnung, was sie tut. Und das sind halt so Gründe, warum auch nichts zu rendern ist. Weil die Engine sich halt einfach totarbeitet an dem ganzen Stuff, der nutzlos da rumliegt und viel zu kompliziert ist. Und dann hat man halt ab und zu mal so ein Low-Poly-Ding dazwischen, was halt so gar nicht mehr reinpasst. Oder dem wurde nicht mal ein Boden gegönnt. Passt halt optisch nicht. Man hat halt Sachen, die halt sehr hohen Polycount haben, mit sehr smoothen kann und dann hast du halt sowas drin. Das passt halt optisch so gar nicht. Und ich hatte es ja am Anfang mal angesprochen mit diesen Combined Meshes. Wir haben auch einige, nicht nur ein paar, sondern richtig viele von diesen Combined Meshes, die halt richtig viele Sachen und auch immer wieder doppelte Sachen kombiniert haben. So, hier sind Fenster drinne. Ich nehme an, das sind Büsche. Einfach so kombiniert, so riesig. Das ist halt. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Yandere Simulator keine Schatten hat. Weil die Engine sagt, nee, Digga, ich rechne dir da keine Schatten raus. Kannst du vergessen. Wie gesagt, das sind ja nicht nur zwei, drei Stück, das sind viele, einige von diesen Combined Meshes. Oder halt so Dinger, da braucht man sich halt nicht wundern, dass die Engine sagt, ich rechne dir da keine Schatten raus. Vergiss es. Sind sie die komplette Wand? Sind das die kompletten Wände von der Schule? Ich glaube schon. Hier Wände mit ein paar Türen, ein bisschen Boden, aber halt auch so kein Zusammenhang. Da ein bisschen was, da ein bisschen was, da ein bisschen was. Ich habe keine Ahnung, was sich dabei gedacht wurde. Wahrscheinlich nicht so viel. Das sind einige, die einfach so zusammengepackt wurden. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, weil das ja eigentlich der Sinn der Engine ist, dass man ja halt eine Sache reinlädt und mehrmals verteilt, damit sie schön gerendert wird. Und gerade für die Schatten braucht man das Mesh einzeln, weil, wie gesagt, das Mesh wird ja einzeln dann gerechnet und das ist ja dann ein komplettes. Das kriegst du ja nie im Leben eine vernünftige Lightmap dafür. Das ja, vermischt sich alles ineinander am Ende. Und noch mehr. Ja, der komplette Wahnsinn. Alles kombinierte Meshes. Ja, von wegen modularer Workflow habe ich nie was von gehört. Hat er wahrscheinlich eh nicht, aber ich habe keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, das alles so zu kombinieren. Und halt auch so sinnfrei. Ich würde es verstehen, okay, Gedankengang her würde ich ja verstehen und sagt, okay, ich kombiniere jetzt alles, was in einem Raum ist, zusammen.
Aber das ist ja random verteilt irgendwas. Hier ist ein komplettes Gebäude. Das ist die Turnhalle, die er geklaut hat. Aus dem MMD-Ding. Ich dachte, okay, hat er auch irgendwas zusammengeschustert? Ich weiß, wie er es gemacht hat. Er hat einfach ja, sich ein Raster gemacht und einfach das, was er nicht braucht, rausgelöscht. Ohne sich dann die Mühe zu machen, das halbwegs zu optimieren. Das hat er gar nicht optimiert. Das hat er so gelassen. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung von Programmieren und so weiter, aber allein von dem Stuff, der in der Engine ist, kann ich schon sehen, das kann nie im Leben richtig funktionieren. Das kriegt er nicht flüssig gerendert. Wie gesagt, man braucht sich auch nicht wundern, wenn er die ganzen Combined Meshes drin ist, hat kein Schatten, kein Nix, dass da nichts vernünftig rausgerendert wird. Hier haben wir eins von diesen geklauten Meshes, die komplette Sporthalle. Ja, ich komme halt hier nicht vernünftig rein mit der Kamera. Auch einfach ein komplettes Mesh. Es funktioniert halt, für, wie gesagt, für Offline-Rendering, für Filmaufnahmen soll der funktioniert das mit einem Movable Light. Aber für ein Spiel, wo man halt viel Licht baken muss, dass halt die Engine vernünftig funktioniert, dass sie halt nicht so viel Licht rechnen muss. Da braucht man sich auch nicht wundern, dass er keine Schatten hat. Wenn er überhaupt weiß, wie man ein Licht baked, so wie das aussieht, vermute ich, er weiß nicht, wozu ein Lichtbake da ist oder wie es funktioniert, sonst würde er halt sowas nicht machen. Und alle Schatten müssten halt in Realtime gerendert werden. Sprich Raytracing. Und da, wie gesagt, das ist alles so chaotisch und unnötig aufgebaut und dann auch noch Raytracing dazu. Es funktioniert ja eh jetzt nicht. Das braucht man sich nicht wundern, dass das Ding auf keine Ahnung, wie viel FPS läuft. Sagt, wenn allein schon die Engine so aussieht, nur die Assets allein, die da drin sind. Ich möchte, wie gesagt, zu den Shadern kann ich jetzt halt so direkt nicht viel sagen. Ich kenne mich mit den Unity-Shadern nicht so aus. Aber allein, wenn ich sehe, was hier an Assets drin sind, da wundere ich mich nicht, dass das nicht läuft. Wie gesagt, das hängt ja alles zusammen. Es ist ja nicht nur der Fehler am Programmieren, sondern halt auch der Fehler am solchen Gedöns. Es hängt ja alles zusammen. Wenn einzig funktioniert, hakt das zweite schon total. Dann haben wir das vierte Mal drin. Wenn man dann halt auch noch zu hören kriegt von ihm, wie böse man ist, weil man ihm Feedback geben möchte und einfach helfen möchte und sagt, du bist ein Hater, du hast eh keine Ahnung, ist das halt auch schon ein Trauerspiel. Aber das hier ist auch halt ein Trauerspiel. So Haare macht ja tatsächlich, wie gesagt, Sinn, einzeln zu haben, aber halt auch nicht dreimal. Ja. Wenn man hier allein nur mal die Assets durchgeht, was hier alles so drin ist, wie die Sachen aufgesetzt sind, da braucht man sich nicht wundern, dass Yandere Simulator halt auch so schlecht läuft. Es hängt halt nicht immer alles nur an der Programmierung, es hängt alles zusammen. Aber allein durch diese riesigen Assets, die halt unnötig viele Polygone haben, auch unnötig drin sind, die hier zigmal drin sind, nicht nur doppelt, sondern zehnfach hier verteilt sind. Und halt auch diese combined Meshes, das braucht man sich nicht wundern, dass halt nichts läuft, kein Schatten gerendert wird und halt die Engine sich halt totrödelt. Die denkt sich zu Tode und kommt nicht dazu, Gameplay zu machen, weil die halt einfach erstmal damit beschäftigt ist, dass alles andere funktioniert. Wenn er halt auch seinen Workflow, den er hier bei den Assets schon hat, bei Programmierung und allem anderen, was da noch dazugehört, hat, da braucht man sich echt nicht wundern, dass nichts funktioniert. Es hat hier keine Struktur, kein gar nichts, es ist alles irgendwie so halbherzig zusammengeknüppelt. Was ich nicht brauche, wird trotzdem drin gelassen. Ich könnte es ja später nochmal brauchen. Ich habe es auch jetzt 10-mal drin und brauche es nicht. Egal, Hauptsache ich hab's. Da brauche ich mich halt echt nicht wundern, dass halt nichts läuft. Was ja eigentlich schade drum ist, ich habe ja am Anfang das Spiel sehr gemocht. Ich habe selber gespielt, so 2015, 16 sowas rum, wie es halt angefangen hat. Jetzt sind wir sogar mit den Meshes durch. Ja. Wie gesagt, man braucht sich nicht wundern, dass das nicht läuft. Allein die Meshes. Wie gesagt, zur Programmierung kann ich nichts sagen, aber allein, wenn ich sehe, wie alles hier aufgesetzt ist. Das zieht sich ja dann halt durch. Der hat ja nicht nur die Texturen und Meshes halt so unordentlich gemacht und halt auch doppelt, dreifach und halt viel zu hoch und einfach genommen und keine Ahnung. Man rechnet das alles zusammen und dann braucht man sich halt nicht wundern, dass halt nichts funktioniert. Animationen können wir uns leider nicht anschauen. Ja,
Aber wie gesagt, so wie der restliche Aufbau ist von den Texturen und Meshes und so weiter und halt Benennungen und so weiter, das zieht sich ja überall durch. Komplettes Chaos. Auch Clips? Nö. Ja. So. Ja. Jetzt einfach mal mein Schlussgedanke für einfach das, was in Engine ist. Das komplette Chaos, das wir jetzt gesehen haben, oder ihr halt nur teilweise. Ich werde euch ein bisschen was zusammenschneiden für Sachen, die halt sich gehäuft haben. Weil es halt schon jede Menge, das da drin ist. Viele Sachen sind halt zigmal drin. Ja, ich glaube, in dem Punkt, allein jetzt in dem Engine, in dem, was da drin ist, ich glaube, das würde teilweise echt mehr Sinn machen, einfach ein neues Projekt zu öffnen und alles nach und nach wieder reinzuholen, wie da jetzt Ordnung reinzukriegen. Weil es ist der reine Wahnsinn. Erst ein komplettes Durcheinander. Ich glaube, es wäre schneller, einfach alles wieder neu zu machen, wie das aufzuräumen. Und ohne Aufräumen funktioniert das Spiel nicht. Das wird so nie im Leben laufen. Alleine das, was im Editor drin ist, kann ich dir sagen, das läuft nie im Leben. Das wirst du niemals richtig zum Laufen kriegen. Egal, ob du den geilsten Code da reinhaust. Das läuft nicht. Das wird niemals über die 30 FPS kommen wahrscheinlich. Ja, vielleicht fand es der ein oder andere auch interessant. Wie gesagt, ich hatte jetzt halt, war jetzt gerade in der Bubble drin mit dem Drama und so weiter über YouTube. Habe auch mit vielen anderen Leuten drüber gesprochen. Tja, man muss einfach mal meinen Gedanken dazu loswerden, ein bisschen Frust ablassen. Ja, vielleicht war das ja für den einen oder anderen mal informativ. Falls was ist, ich habe irgendwas falsch gesagt oder soll was erklären, ihr könnt mich auch gerne in den Kommentaren dazu anschreiben. Also, dann danke fürs Zuhören und tschüss.